Das also war Stalag Luft 3, das ausbruchsicherste Gefangenenlager der deutschen Wehrmacht. Und doch setzten gerade hier im Jahre 1943-44 amerikanische und britische Offiziere nach monatelangen Vorbereitungen eine einzig dastehende Massenflucht in Szene. 3 Tunnels wurden gegraben, 18 Meter tief wegen der deutschen Schalldetektoren. Hunderte von Landkarten, primitiven Kompassen, Zivilkleidern, deutschen Uniformen hergestellt, 400 Pässe gefälscht. Schließlich gelang 76 Offizieren die Flucht in den größten Massenausbruch der Militärgeschichte. Und so wie die Offiziere sind auch ihre Darsteller Draufgänger, waghalsige Draufgänger. Zum Beispiel dieser hier. Mit seinen 28 Jahren war er schon Seemann, Ölbohrer in Texas, Marinesoldat, Fernsehstar, Rennfahrer. Steve McQueen. Steve, diese wunderbaren Stunts, die Sie da gerade gemacht haben, haben die etwas mit Ihrem Film zu tun? Those wonderful stunts you were just doing. Do they have any part in the film you're just shooting? Yes, they do. Yes, we've worked it into the escape problem at the end of the movie, John Sturges and myself and one of the stuntmen, Bud Eakins. Mm-hmm. Also diese Stunts, die wir gerade gesehen haben, die werden wir auch im Film sehen, denn Sie werden Steve McQueen helfen, in dem Film selbst seine tolle Flucht in die Wirklichkeit umzusetzen, indem er mit dem Motorrad halsbrecherische Fahrten macht. Steve ist ein ganz bekannter Rennfahrer und der hat auch erst vor kurzer Zeit gegen einen sehr berühmten Mann Rennen gefahren. I said, you're a very well-known race driver. Who is one of the most famous men you've been racing against recently? Well, the last international race was the 12-hour Grand Prix at Sebring, Florida. Mm-hmm. And raced against a lot of them. Also auf dem großen internationalen Preis von Florida ist Steve gefahren. Ich glaube, einer seiner berühmtesten Gegner war auch Sterling Moss. You've been racing against Sterling too, haven't you? Und hier ein Deutscher. Inhaber des Goldenen Löwen von Venedig für seine Rolle als Partner De Sicas im Rossellini-Film General della Rovere, Partner von Brigitte Bardot in Babette zieht in den Krieg, hier als der deutsche Lagerkommandant Hannes Messemer. Hannes Messemer, Sie spielen in einem amerikanischen Film einen deutschen Lagerkommandanten in einem Lager für alliierte Kriegsgefangene. Und jetzt, um die Story voll zu machen. Sie selbst waren einmal in russischer Kriegsgefangenschaft. Sie kennen also die Lager von innen und jetzt von außen. Ich könnte mir denken, dass Sie mit merkwürdigen Gefühlen an diese große Aufgabe herangehen. Ja, natürlich. Ich meine, es ist immer eine gewisse Identifikation da zu Vergangenem. Es gibt ja Stimmen, die sagen, man solle das Vergangene ruhen lassen. Ich finde, dass die Vergangenheit so um uns herum so nahe sitzt, dass man das wirklich unsere Aufgabe ist, immer wieder zu versuchen, daraus Lehren zu ziehen. Und auch wenn man viele Offiziere gespielt hat oder Soldaten in Filmen, so unterscheiden sie sich ja doch genauso, wie sich die Masse der Ärzte oder der Priester oder der Klempnermeister unterscheidet. Herr Messemer, es ist vielleicht eine komische Frage, an jemanden zu stellen, der hinter Uniform eines deutschen Obersten steht. Aber trotzdem will ich Sie stellen. Man hat Sie in Amerika und auch in England den deutschen Alec Guinness genannt. Was sagen Sie dazu? Ja, es ist außerordentlich schmeichelhaft, so genannt zu werden. Ich glaube nicht, dass es sich in diesem Fall auf die Uniform der Brücke am Quai bezieht, sondern ich glaube, dass Sie vielleicht spüren, dass ich ein wandelbarer Schauspieler bin und so muss ich ins Ausland gehen, solange mir Deutschland nicht die Entfaltungsmöglichkeiten gibt, die halt ein Schauspieler gern haben möchte, wenn er schon Filme macht. Genau, das ist es. Vielen Dank, Herr Messer. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Mittler. Wiedersehen. Ein typischer Self-Made-Man im amerikanischen Stil. Als junger Mann Tankwart, dann 14 Monate Krieg in Korea, gefolgt von einem steilen Aufstieg in Film und Fernsehen, als Partner von Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, Marlon Brando und jetzt als amerikanischer Offizier im Stalag Luft 3, Jim Garner. Jim, Sie spielen in diesem Film die Rolle eines amerikanischen freiwilligen Offiziers in der Royal Air Force. You are playing in this film the role of an American officer in the Royal Air Force. Und es muss eine Rolle, die Männlichkeit und gute Schauspielkunst erfordert, eine Rolle sein, die Ihnen sofort gefallen hat. It's a role that requires a real man and good acting. It's a part that you must have liked immediately. Well, as a matter of fact, that isn't true, really. when I first read the script, I thought it was just an average role. And I find that the more we get into it, the more relationship we get with the other characters, that it's turning into quite a good role. Mm-hmm. He's kind of a lovable rogue, you might say. And
He has a good time, and yet he's very serious about what he's doing. Mm-hmm. Als Jim das Drehbuch zuerst sah, ging es ihm gar nicht so, dass er es sofort gut gefunden hat. Aber als er sich dann hineinlas, als er die Beziehung seiner Rolle zu den anderen erkannte, da gefiel ihm diese Rolle als amerikanischer Offizier in der Royal Air Force immer besser. Und ich glaube, wir sollten zu Jim sagen, wie sehr wir uns darauf freuen, ihn in diesem ganzen Film zu sehen. I was saying on behalf of everybody, how much we're looking forward to seeing you in this film. Thank you very much. Thank you very much, Jim Garner. Bye-bye. Man dreht gleichzeitig an drei Aufnahmeorten, im Freien und im Atelier. Hier Regisseur John Sturges, uns bekannt für seine Regie von Hemingways Der alte Mann und das Meer und Die glorreiche Sieben. Richard Attenborough, in Berlin schon ausgezeichnet wegen seiner Rolle im zornigen Schweigen. James Donald, unvergesslich als der Arzt in Die Brücke vom Kwai. Sie und viele andere, die als ein Team, mehr als das, als Kameraden zusammenarbeiten an The Great Escape, der großen Flucht, einem der großen Abenteuer des letzten Krieges.